Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem 13. HHL Expert Talk. Ganz besonders möchte ich unsere zwei Experten für den heutigen Abend begrüßen, Herrn Professor Sinn und Herrn Professor Althammer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, bei uns zu sein. Für all die, die heute zum ersten Mal einschalten, möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, was der HHL Expert Talk ist und warum wir diesen durchführen. Die virtuelle Expertengesprächsreihe richtet sich mit aktuellen und zentralen Themen aus Forschung und Lehre an ein breites Publikum und bietet einen offenen und weiterführenden Wissens- und Know-how-Transfer für die gesamte HHL-Gemeinschaft. Wir diskutieren mit den aktuellen Veranstaltungen die anhaltende Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Kultur. Um mich vorzustellen. Mein Name ist Sigrid Fischer und ich habe Journalismus und Psychologie an der Indiana University in den USA studiert und habe mich dann in meinem Masters of Science an der University of Edinburgh, aus dem Leistungssport kommend, auf das Thema Leistungspsychologie spezialisiert. Dort habe ich später dann auch an der Schnittstelle von der Universität und der lokalen Startup-Szene gearbeitet. An der HHL bin ich nun für das Alumni-Netzwerk zuständig und freue mich, als Teil dessen die Expert-Talk-Reihe zu moderieren. Bevor ich zu unseren heutigen Experten überleite, möchte ich noch ein paar Zahlen und Fakten der HHL mit Ihnen teilen. Die HHL wurde vor über 120 Jahren als erste wirtschaftswissenschaftliche Hochschule Deutschlands gegründet und ist heute eine universitäre private Business School. Sie bildet unternehmerische, verantwortungsbewusste und leistungsfähige Führungspersönlichkeiten aus. Wo stehen wir heute? Heute haben wir mehr als 700 Studierende in unseren 5 Studienprogrammen vertreten. Des Weiteren sind mehr als 60 Nationalitäten am Campus repräsentiert und wir haben nun mehr als 3000 Alumni in unserem Netzwerk. Als Hochschule mit einem starken Fokus auf Entrepreneurship freuen wir uns ganz besonders, dass mehr als 300 Startups von HHL-Alumni gegründet oder co-gegründet wurden und daraus bereits mehr als 40.000 Arbeitsplätze hervorgegangen sind. Letztlich haben wir auch über 130 Partneruniversitäten, bei welchen unsere Studierenden ihre Auslandssemester durchführen dürfen. Es ist mir nun eine ganz besondere Ehre, Ihnen unseren ersten Experten des heutigen Abends vorstellen zu dürfen, Herrn Professor Hans-Werner Sinn. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre in Münster folgten seine Promotion und Habilitation an der Universität Mannheim. Von 1984 bis 2016 war er Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hinzu kamen Gastprofessuren und Forschungsarbeiten an verschiedenen Universitäten, unter anderem der London School of Economics sowie an den Universitäten Bergen, Stanford, Princeton und Jerusalem. Von 1999 bis 2016 war Professor Sinn Präsident des IFO-Instituts, stand als Direktor dem Center for Economic Studies der LMU vor und war Geschäftsführer der CES IFO GmbH. Seit 1989 ist Professor Sinn im wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium tätig und war von 2006 bis 2009 Präsident des International Institute of Public Finance des Weltverbandes der Finanzwissenschaftler. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wirtschaftsbuchpreis der Financial Times Deutschland, dem Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und dem Europapreis der Universität Maastricht. Der breiten Öffentlichkeit wurde Herr Professor Sinn durch seine wirtschaftspolitischen Sachbücher wie zum Beispiel Kaltstart, ist Deutschland noch zu retten oder Casino-Kapitalismus bekannt. Sein neuestes Buch erschien 2020 und trägt den Titel Der Corona-Schock, wie die Wirtschaft überlebt. Letztlich ist es mir auch eine besondere Freude zu erwähnen, dass eine seiner zahlreichen Ehrendoktorwürden im Juli 2013 von der HHL an ihn verliehen wurde. Herzlich willkommen noch einmal, Herr Professor Sinn. Unser zweiter Experte des heutigen Abends ist Herr Professor Althammer. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und seiner Habilitation an der Europa-Universität Viadrina zur internationalen Dimension der Umweltpolitik ist Professor Althammer seit 1996 Inhaber des Sparkassen-Finanzgruppen-Lehrstuhls für Makroökonomie an der HHL. Er ist Mitglied in mehreren Fachverbänden und Netzwerken. Seit 2017 ist er Mitglied der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, die für die Gewährleistung der Meinungsvielfalt in den privaten Medien zuständig ist. An der HHL lehrt Professor Althammer Kurse in Makroökonomie, Wettbewerbsfähigkeit, internationalem Handel, Umweltökonomie und Forschungsmethoden. Die beiden Experten werden sich in der kommenden halben Stunde nun zu dem Thema die deutsche Wirtschaft in der Post-Corona-Welt unterhalten. Im Anschluss an dieses Gespräch werden wir eine 30-minütige Frage-Antwort-Runde für Sie, liebes Publikum, haben. Wir bitten Sie dazu, Ihre Fragen inklusive Ihres Vor- und Nachnamens in den Chat zu schreiben, damit dann die adressatengerechte Antwort erfolgen kann. Beachten Sie dabei bitte, dass unser Event aufgezeichnet und im Anschluss auf YouTube veröffentlicht wird. Des Weiteren würden wir Sie bitten, Ihre Kameras auszuschalten, damit wir bei der Vielzahl der Teilnehmenden keine Netz- bzw. Übertragungsschwierigkeiten erfahren. Lieber Herr Professor Sinn, lieber Herr Professor Althammer, ich übergebe das Wort nun an Sie. Liebes Publikum, ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend.
werden diese Kredite ja verausgabt, zum Beispiel für Bauleistungen, für den Kauf von Maschinen oder sonst was, auch meinetwegen für Konsumgüterkäufe. Das sind alles Käufe und diese Käufe sind ein Vielfaches der Zentralbankgeldmenge, weil die Banken ja auch noch quasi da einen Multiplikatorprozess in Gang setzen können. Sie können aus einem Euro Zentralbankgeld viele Euros Kredit machen, weil der Kredit ja nicht als Bargeld abgerufen wird, sondern der wird ja auch wieder auf ein anderes Konto überwiesen. Dann ist es ja immer noch da, das Geld. Dann können die Banken nochmal einen Kredit rausvergeben und nochmal. Und wie viel sie vergeben können, hängt von der sogenannten Bargeldabflussquote und von der Mindestreserveanforderung der Zentralbank ab. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel, sodass also da eine unglaubliche Gefahr steckt in diesen bislang harmlos, scheinbar nutzlos herumliegenden Geldhorten. Man könnte dann sagen, ja gut, wenn es dann soweit ist, kann die Zentralbank ja immer noch bremsen. Sie kann ja dieses Geld wieder einsammeln, ja? Indem sie alles rückgängig macht, was sie vorher gemacht hat. Sie gibt eben keine Anschlusskredite, wenn die fällig werden, diese Kredite, die sie früher ausgegeben hat mit selbstgemachtem Geld, dann zieht sie das Geld halt wieder ein. Müssen Leute tilgen und dann ist das Geld mal weg. Dann ist es bei der Zentralbank und nicht mehr im Kreislauf. Auch die Staaten, die sich mit Papieren verschuldet haben, könnten das ja so machen, dass sie die Papiere tilgen, wenn sie fällig werden. Und dann ist das Geld praktisch wieder raus aus dem Kreislauf, liegt dann bei der EZB. Die kann das verbrennen, meinetwegen. Ja, das ist völlig egal. Aber das wird nicht passieren, weil die EZB, wenn sie eine solche Politik macht, damit rechnen muss, dass dann die Staaten in Schwierigkeiten kommen. Die Staatspapiere, die sie hat, die müsste sie ja letztlich auch wieder an den Markt zurückgeben und verkaufen. Und dann rutschen die Kurse in den Keller und die Effektivzinsen gehen in den Himmel. Die Staaten Südeuropas, die massiv überschuldet sind, kämen dann in Schwierigkeiten. Und die Banken dieser Länder insbesondere, aber auch bei uns, die ähnliche Papiere in ihrem Portfolio halten, müssten dann Abschreibungsverluste darauf verbuchen und hätten enorme buchhalterische Probleme. Manche würden in den Konkurs geraten. Und weil das so ist, wird die EZB den Rückwärtsgang dieser Politik gar nicht einlegen können aus politischen Gründen. Und da liegt die Gefahr. Wir sind also in eine Einbahnstraße gegangen bei dieser Geldpolitik, wo es keinen Rückweg gibt. Und ich befürchte, dass dann also, wenn es darauf ankommt, die Inflation mal zu bremsen, die Bremse nicht mehr funktioniert. Um es auf eine kurze Formel zu bringen, diese Geldpolitik ist nicht ursächlich für höhere Inflation. Sie macht aber die Inflationsbremse kaputt, die die Zentralbank hat und könnte im Fall des Falles nicht mehr bremsen. Das ist das Problem. Ja, wobei man sagen muss, wir brauchen schon auch gewisse strukturelle Voraussetzungen, damit so ein Inflationsprozess, so ein dauerhaften Inflationsprozess wird. Wir brauchen Lohnpreisspiralen, wie Sie gesagt haben. Wenn die Erwartungen da sind, dass die Preise steigen, dann müssen die Löhne steigen. Und das heißt, wir brauchen entsprechende Strukturen auf den Arbeitsmärkten, die das den Gewerkschaften erlauben. Und wir brauchen entsprechende Strukturen auf den Wettbewerbsmärkten, dass die Unternehmen dann diese höheren Kosten auch weiter wälzen können. Was ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Aber, ja, aber schauen Sie, Herr Alter, mal, was ist denn jetzt auf den Rohstoffmärkten los? Wer im Baugewerbe einen Einblick hat, sieht, die Holzpreise explodieren, die Kupferpreise explodieren, die Stahlpreise explodieren, 50% plus. Das ist ja genau schon dieses Phänomen. Die Nachfrage ist ja da. Die Leute haben ja Geld en masse. Und man kommt mit der realen Produktion nicht nach und dann geht es in die Preise. Ja gut, aber das sind diese volatilen Bestandteile der Inflation, die Headline-Inflation, Ressourcenpreise, Nahrungsmittelpreise. Und, aber ich glaube, Ihr zentraler Punkt ist, Sie trauen der EZB nicht zu, dass sie dann, wenn es gefordert wäre, gegen die Inflation Maßnahmen zu ergreifen, nicht mehr bereit sein wird. Und das ist ein Misstrauen, eine politische Angelegenheit. Weil das letzte Mal, als die Inflationsrate in Europa über dem Zielwert war, das war ja 2011, 2012, und da hat die EZB keine Hemmungen gehabt, mit den Zinsen wieder hochzugehen und dann eine zweite Rezession in vielen europäischen Ländern auszulösen. Was hat sich denn seitdem Ihrer Meinung nach geändert, dass Sie der EZB nicht mehr vertrauen, dass sie das machen würde?
Ja, da sind diese zwei Sichtweisen der EZB-Politik, ob die EZB eben alles mit Geld zukleistern soll oder ob sie das Geld knapp hält, um auch das Preisniveau zu kontrollieren. Und diejenigen, die diese erste Sichtweise hatten, die sind jetzt zurückgedrängt worden. Bedenken Sie, dass Leute wie Axel Weber, der deutsche Zentralbankpräsident, oder Jürgen Stark, der deutsche Chefvolkswirt der EZB und Direktoriumsmitglied der EZB, unter Protest damals zurückgetreten sind, als die EZB diese Politik verlassen hat. Das war 2010, als das erste Mal diese Kaufprogramme, das SMP-Programm, lanciert wurden. Da haben sie gesagt, das widerspricht dem Maastrichter Vertrag, man darf das nicht tun. Und sie konnten sich nicht durchsetzen, weil die Mehrheit im EZB-Rat eben anderswo liegt. Die Mehrheit liegt bei Ländern, die massiv überschuldet sind. Es hat nun mal jedes Land eine Stimme. Deutschland hat so viel zu sagen wie Malta oder Zypern. Nicht? Und da können Sie sich vorstellen, wie die Entscheidungsfindung im EZB-Rat ist. Also die Macht liegt eindeutig hier auf Seiten der mediterranen Länder und der überschuldeten Länder. Und Deutschland mit seinen paar Stimmen kommt da einfach nicht durch. Die Nordländer zum Teil würden mit Deutschland für eine sparsamere Politik votieren. Das haben sie 2010 noch probiert. Aber inzwischen ist klar, wo die Machtverhältnisse liegen. Ja, weil ich meine, die Federal Reserve steht ja vor einem ähnlichen Problem. Und wenn man die amerikanische Diskussion verfolgt, da zweifeln eigentlich die amerikanischen Ökonomen nicht, dass die Federal Reserve bereit sein wird, wieder geldpolitisch auf die Bremse zu treten, wenn die Inflation zunehmen sollte. Aber in Europa gibt es diese Zweifel. Ist die EZB stärker politisiert, wie Sie das beschreiben? Formell ist sie ja unabhängig. Ja, formell schon. Faktisch ist sie sehr stark politisiert. Den Eindruck habe ich eben durch die Zentralbanker, die ja politisch bestimmt und entsandt werden dorthin. Wenn die nicht spuren, dann wird der Vertrag nicht verlängert. Ja, machen wir uns nichts vor. Die ist zwar unabhängig, aber nicht so in dem Sinne, dass das Technokraten sind, die jetzt einfach hier objektiv entscheiden. Das habe ich auch mal gedacht vor 20 Jahren, 30 Jahren, als die Diskussion anstand über den Beginn des Euro. Und inzwischen ist die Realität eine ganz andere. Die Sache ist extrem politisiert. Und dass sie so stark politisiert ist, sehen Sie an dem Ergebnis. Wenn Sie mal die Geldmenge im Null teilen durch das Sozialprodukt und Amerika mit Europa vergleichen, dann sehen Sie, dass vor der Lehman-Krise beide Werte exakt gleich waren, bei etwa 11%. Ja. Inzwischen hat sich der deutsche Wert, glaube ich, vervier- bis fünffacht, ja, und der amerikanische Wert hat sich verzwei- bis zweieinhalbfacht. Also ist ziemlich genau doppelt so schnell angestiegen, die Geldmenge, relativ zur Wirtschaftsleistung in Europa wie in Amerika. Und die Amerikaner haben den Ausstieg intensiver probiert. Da ist ein erheblicher Unterschied. Der Unterschied zeigt sich ja auch daran, dass die amerikanische Fed den Ländern gar nicht hilft, also den Einzelstaaten gar nicht hilft bei ihrer Finanzierung, indem sie überhaupt keine Papiere der Einzelstaaten kauft. Kalifornien war am Rande der Pleite, Minnesota, Illinois. Glauben Sie, die Fed hätte denen irgendwelche Papiere abgekauft? Das wäre ja so schön gewesen, hätten sich so finanzieren können. In Europa, obwohl wir noch gar nicht die Staatlichkeit erreicht haben wie die Amerikaner, kauft die Europäische Zentralbank die Staatspapiere der Einzelgliedstaaten. Das ist schon auch ein Beleg dafür, dass hier ganz anders dieses Instrument der Macht über die Druckerpresse genutzt wird. Ja, aber die EZB hat da gar keine andere Wahl, als die nationalen Wertpapiere zu kaufen, weil es gibt ja kein europäisches Wertpapier. Ja, sie können ja doch Kredite vergeben an die Banken, wie die Bundesbank das immer gemacht hat. Das ist ja nicht notwendig, überhaupt Staatspapiere zu kaufen, sondern ganz im Gegenteil. Artikel 123 des EU-Vertrages, der im Maastrichter Vertrag reingekommen ist, sagt ja eigentlich, dass eine Monetisierung von Staatspapieren nicht erlaubt ist. Und Deutschland mit dem Schock der Hyperinflation aus den 20er Jahren noch im Rücken hatte damals bei den Verhandlungen über den Maastrichter Vertrag eigentlich nicht gewollt, dass die EZB Staatspapiere kaufen kann. Und dann ist da so eine Formulierung entstanden, die man aber auch ein bisschen anders lesen kann, als Deutschland es gemeint hat.
Danach darf dann eben nach der heute geltenden Rechtsauffassung, die der EuGH in der Sache verkündet hat, in die EZB doch die Staatspapiere kaufen. Nicht? Es ist aber umstritten. Normalerweise ist Geldpolitik anders. Geldpolitik heißt, die Zentralbank macht Geld und verleiht dieses Geld kurzfristig an die Banken. Für einen Tag, für eine Woche, gegen extrem gute Sicherheiten, sodass da nichts passieren kann. Und die Banken haben dann Mittel, die sie verwenden können für ihr Geschäft, auch weiter verleihen können an die private Wirtschaft und so weiter. So kommt also das Schmiermittel Geld in hinreichendem Umfang in diese Wirtschaft durchaus hinein. Die EZB ist ganz anders unterwegs. Sie gibt längerfristige Refinanzierungskredite an die Banken über mehrere Jahre zu festen Zinsen, die weit unter dem Marktniveau liegen. Und sie kauft vor allem eben diese Papiere. Amerika tut das auch, ja, aber eben, da haben Sie ja recht, die bundesstaatlichen Papiere. Und immer dann, wenn die Zentralbank solche Papiere kauft, dann ist es mit der Schuldendisziplin hin. Der amerikanische Bundesstaat ist auch nicht besonders diszipliniert, nicht? Das ist genau das Problem. Ja, und damit sind wir ja schon beim nächsten Thema, nämlich Schulden, Schuldenstaat. Die Staatsverschulden sind unglaublich angestiegen, mussten sie auch im Rahmen der Rettungsmaßnahmen. In Deutschland wurde die Schuldenbremse ausgesetzt. Und die Diskussion, die wir jetzt sehen, ist, wie sollen wir jetzt weitermachen? Ja? Sollen wir jetzt ganz schnell zu haushaltspolitischer Solidität zurückkehren, Schuldenbremse wieder einführen? Oder sollten wir nicht das Umfeld benutzen und zunächst mal die wichtigen Investitionen vornehmen, die vor uns stehen, um dann eben die Schulden wieder unter Kontrolle zu kriegen. Denn solange die Zinsen so niedrig sind und unter der Wachstumsrate des Sozialprodukts liegen, schmelzen die Schulden ja von alleine weg. Ja, nun gut. Also es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, Investitionen zu finanzieren als über Schulden, nicht? Man kann ja sie aus dem Laufenden finanzieren, indem man weniger konsumiert. Makroökonomisch gilt das ja sowieso. Eine Gesellschaft hat ein Sozialprodukt, das kann ich entweder gleich aufessen oder ich lege es auf den Haufen und bilde einen Kapitalstock. Ja? Das ist das Natürlichste von der Welt. Warum man sich dafür bei der Notenbank dann auch noch verschulden soll, weiß ich nicht. Also ich sehe diesen Widerspruch nicht. Im Gegenteil, wenn ich jetzt das Urteil des Verfassungsgerichts über die Klimageschichte hier ernst nehme, dass man zukünftige Generationen nicht belasten darf, dann darf man sich auch nicht verschulden, sondern man muss ihnen Investitionsgüter übergeben, eine intakte Infrastruktur, sehr wohl, aber nicht, indem man ihnen zugleich die Last der Bedienung dieser Schulden aufbürdet, sondern das müssen wir aus dem Laufenden machen. Die jetzigen Generationen, die im Arbeitsleben stehen, denen geht es sehr, sehr gut. Die Babyboomer haben eigentlich den doppelten Vorteil, dass sie wenig Geld für ihre Kinder ausgeben müssen im Vergleich zu früheren Generationen, weil sie so wenig Kinder haben. Und sie haben zugleich noch ganz viele Geschwister, mit denen sie sich die Finanzierung ihrer Eltern leisten können. Also die Kraft dieser heutigen Gesellschaft, ohne Schulden zu leben, ist da. Und es ist völlig verantwortungslos, jetzt sich zu verschulden und wohl wissend, dass man in 10 Jahren in die Rente will und dann diese Rente verlangt von Kindern, die es gar nicht gibt. Das ist verantwortungslos. Also Verschuldungspolitik nein, Infrastruktur ja. Ja, aber Sie haben ja das Verfassungsgerichtsurteil angesprochen, wo es um intergenerative Gerechtigkeit geht. Und da gibt es ja doch auch diese Meinung unter einigen Ökonomen, dass Schulden in dieser Hinsicht kein Problem darstellen, weil man mit Schulden keine intergenerativen Verteilungswirkungen entfacht. Denn den Schulden stehen ja immer auch diejenigen gegenüber, die die entsprechenden Einnahmen haben. Das heißt, Staatsschulden führen zu einer intragenerativen Umverteilung von denjenigen, die sich Staatspapiere leisten können als Investment, zu denjenigen, die über ihre Steuer für die Zinsen zuständig sind. Aber da ja auch die Staatspapiere vererbt werden, hat man ja in jeder Generation wieder diejenigen, die Zinsen erhalten und diejenigen, die Zinsen zahlen. Sodass nur unter bestimmten Umständen überhaupt eine Belastung zukünftiger Generationen durch Schulden möglich. Ja, das wäre schön, nicht, wenn das so wäre. Das ist die Münchhausen-Theorie. Man zieht sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Das ist nicht möglich. Ich meine, es hat immer wieder Modelle gegeben,
in der Finanzgeschichte, um mit Wachstum sozusagen auch den Schulden zu enteilen, wenn die Wachstumsrate höher ist als der Zins. Das nennt man Ponzi-Spiele. Das funktioniert aber nicht, weil das Wachstum nicht so lange anhält, dass es diese Strategie erlaubt. Es kommt immer das dicke Ende nach, wo also dann zum Schluss das Wachstum kleiner ist als die Zinsen, was immer sie sein mögen. Und dann hat man Schwierigkeiten, das finanzieren. Auch wenn die Zinsen null sind, ist ja eine Belastung da, die letztlich zukünftige Generationen tragen müssen. Es ist also im Grunde genauso wie beim Privathaushalt, wenn er sich verschuldet, so ist es auch makroökonomisch. Und die Vorstellung, man könnte durch Ponzi-Spiele dem entweichen, indem man durch Verschuldung Wachstum erzeugt und dann gar keine Lasten mehr hat und so weiter, was es da nicht alles gibt. Ich kenne die Theorien sehr wohl, wir haben das ja alle unterrichtet, sind aber nicht belastbar. Ja, aber trotzdem muss man ja festhalten, dass zumindest in den letzten 10 Jahren die Zinsen unterhalb der Wachstumsrate lagen. Und Blanchard hat ja darauf hingewiesen, dass wenn man die Zeit nach 1950 nimmt, dass niedrigere Zinsen als Wachstumsraten eher die Regel waren und nicht die Ausnahme. Also das heißt, es ist nicht so ungewöhnlich, dass das, was Sie als Ponzi-Spiel bezeichnen, diese Form der dynamischen Ineffizienz, dass die vorliegt. Ich weiß nicht, ob er den richtigen Zins genommen hat. Er hat den Geldzins genommen. Eigentlich müsste für diese Art von Überlegungen, ob es makroökonomisch möglich ist, die sogenannte Grenzproduktivität des Kapitals genommen werden. Und das ist so eine ganz andere Nummer. Da haben wir sehr viel höhere Ertragsraten, die deutlich über der Wachstumsrate liegen. Der Geldzins ist immer sehr nah beim Geld, ja, bei Null. Also das ist nicht der relevante Zins, glaube ich, für diese Fragestellung. Dynamische Ineffizienz ist das große Thema, aber ich glaube, wir überfordern die Zuschauer, wenn wir jetzt über dynamische Ineffizienz hier reden. Ich habe darüber viel geschrieben, ich könnte Ihnen ja eine Vorlesung halten. Ich bin der Experte dafür, genau. Ja, aber die Frage ist ja wirklich, also was heißt das jetzt für die Politik? Ja, sollte die Schuldenbremse wieder möglichst schnell eingeführt werden oder könnte man sie noch etwas länger ausgesetzt lassen, bis diese Nachwirkungen der Corona-Pandemie abgeklungen sind? Ja, man muss genau nach dem Grundgesetz gehen. Das Grundgesetz sieht ja vor, dass die Schuldenbremse in Notzeiten ausgesetzt werden kann, um die temporäre, punktuelle Belastung auf zukünftige Generationen mitzuverteilen. Man muss aber, wenn man von dieser Regelung Gebrauch macht, zugleich einen Tilgungsplan entwickeln, wo in überschaubarer Zeit die Tilgung dieser Schulden auch vorgesehen ist. So, und diese Notzeit ist jetzt vorbei. Wir sind doch jetzt geimpft. Frau Merkel sagt doch, im September sind wir alle immun. Also ich meine, haben wir die Herdenimmunität, dann ist doch das Argument weg. Und dann würde das Grundgesetz es nicht erlauben, dieses Spielchen noch fortzutreiben. Ja, also das heißt, Entschuldigung. Davon abgesehen weiß ich auch nicht, was die Schuldmacherei jetzt in der Corona-Krise wirklich leisten soll. Also da ist ja zum Beispiel gesagt worden, dass wir also Konjunkturprogramme finanzieren mit Schulden und so weiter. Das müssen wir machen wegen Corona, halte ich für einen Denkfehler. Denn die Corona-Krise, die Pandemie ist ja entstanden dadurch, dass die Leute sich anstecken, auch bei wirtschaftlichen Aktivitäten. Und die Epidemiologen sagen uns bloß nicht, die sollen nicht in die Läden gehen. Und dann sagt die Politik, nein, wir müssen ein Konjunkturprogramm machen, wir geben den Leuten Geld in die Hand, damit sie wieder in die Läden gehen und sich anstecken. Das kann doch wohl nicht sein. Also hier ist irgendwie was völlig falsch gelaufen in der öffentlichen Diskussion. Es geht nicht immer mit Geldpolitik und mit Fiskalpolitik. Jede Krise, jede Krankheit, wie beim menschlichen Körper, bedarf einer ursachengerechten Therapie. Und die ursachengerechte Therapie ist die Impfung bei Corona. Die ursachengerechte Therapie bei der Wettbewerbskrise der südlichen Länder wäre eine Änderung der relativen Preise. Die haben viel zu lange intensiv zugelangt bei den Lohn- und Preissteigerungen in der Vor-Lehmann-Zeit und sind jetzt zu teuer geworden. Da müssen sie halt disinflationieren, damit sie wieder billiger werden. Nicht? Das sind alles Dinge, die haben mit Geldpolitik nichts zu tun. Ja. Geldpolitik würde ganz im Gegenteil verhindern, dass diese etwas schmerzlichen Ursachentherapien überhaupt ergriffen werden. So wie beim Arzt, der Patient ist krank, bräuchte jetzt eigentlich eine Operation, weil er Schmerzen hat, dann gibt man ihm Schmerzmittel, da sagt er, ach, ich will eigentlich keine Operation. Ja.
Na gut, aber ich stimme Ihnen in diesem Punkt natürlich zu. Man hat den Eindruck, dass sehr viele Strukturprogramme, die für die Zukunft geplant sind, in Bezug auf Dekarbonisierung, in Bezug auf Infrastruktur bei Nicht-Erneuerbaren, dass die jetzt plötzlich über Schulden unter dem Corona-Mäntelchen finanziert werden. Ja. Das stößt einem auf. Auf der anderen Seite würde natürlich die Wiedereinsetzung der Schuldenbremse implizieren, dass all diese geplanten Investitionen, die notwendig sind für die Klimapolitik, aus den Steuereinnahmen finanziert werden müssen. Ja, richtig so. Nochmal, Sie glauben es mir offenbar nicht, aber es ist so. Im Vergleich der Generationen geht es jetzt der Arbeitsgeneration so prächtig, wie es noch nie gegangen ist, wegen des doppelten Vorteils, dass sie wenig Kinder zu ernähren haben und sich die Ernährung ihrer Eltern noch mit vielen Leuten teilen können. Das heißt also, wir haben einen niedrigen Rentenbeitragssatz und wir haben wenig Belastung für die Kinder. Was war denn früher, als die Menschen noch viele Kinder hatten? Da musste man sehr viel Arbeitskraft für die Erziehung der Kinder aufwenden. Also die Ressourcen sind ohne weiteres da. Das zusätzliche Geld, was heute verdient wird, weil die Kindererziehung nicht mehr nötig ist, das kann man ja sehr wohl verwenden, um die Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Ja, und damit sind wir ja dann auch schon bei diesem letzten Punkt, den Sie schon angesprochen haben, nämlich diesem Urteil des Verfassungsgerichts, dass eben die Klimaschutzgesetze die künftigen Generationen nicht ausreichend schützen. Und ich habe bei diesen Urteilen von Verfassungsgericht immer so das Problem, dass mir da der ökonomische Zusammenhang ein bisschen fehlt. Denn im Prinzip wurde doch jetzt die Bundesregierung dazu verdonnert, etwas zu unternehmen, unilateral vorzugehen, ohne Rücksicht darauf, was die anderen Länder machen. Ja. Ist das nicht ein bisschen problematisch aus ökonomischer Sicht? Die ganze deutsche Klimadiskussion leidet unter demselben Denkfehler wie das Verfassungsgericht. Und das Verfassungsgericht spiegelt eigentlich nur den Zeitgeist hier wider. Und das bedauere ich, dass da keine eigene unabhängige Sichtweise entwickelt wurde. Der Denkfehler ist, dass es reicht, wenn wir irgendwelche großartigen technischen Maßnahmen ergreifen, um den CO2-Ausstoß in Deutschland zu senken. Da denkt man, das ist ja der Beitrag, den wir dann leisten. Wir sind zwar nur klein, 2% des Welt-CO2-Ausstoßes, aber wenn wir den runterbringen, haben wir schon mal 2% gerettet. So einfach ist das nicht. Das Argument gilt für die Kohle in der Lausitz. Die können wir in der Erde lassen, wenn wir weniger CO2 ausstoßen. Aber viel CO2 kommt auch über handelbare Brennstoffe, Gas und Öl. Der ganze Verkehr, ja, nicht? Was ist denn, wenn wir jetzt den CO2-Ausstoß reduzieren und gehen auf Elektroautos und unterstellen mal, die stoßen kein CO2 aus, weil in Zukunft der Strom grün gemacht wird. Das ist ja auch noch Zukunftsmusik, ne? Was passiert dann? Dann brauchen wir weniger Brennstoffe, fossile Brennstoffe. Und was machen wir mit den Brennstoffen? Lagern wir die ein in Tanks in Deutschland, damit sie wirklich nicht in die Luft kommen? Pustekuchen. Die kaufen wir einfach nicht auf den Weltmärkten. Die stehen anderen Ländern bei fallenden Preisen zur Verfügung. Und das finde ich einen Widerspruch in dem Urteil des Verfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wir müssen jetzt sparen und gleichzeitig aufpassen, dass wir anderen Ländern keinen Anreiz geben, mehr CO2 auszustoßen. Aber die technischen Maßnahmen, die hier propagiert werden in Deutschland vom Umweltrat und von allen möglichen Institutionen, ja, die laufen genau darauf hinaus, dass wir die Brennstoffmengen, die wir nicht brauchen, auf den Weltmärkten, den Weltmärkten überlassen. Das führt sofort und unmittelbar zu einer Preissenkung. Ja, das ist da eines der härtesten Gesetze der Ökonomie überhaupt, relativ zu der Entwicklung, die sonst stattgefunden hätte. Und andere Länder kaufen mehr. Das heißt, wir üben ja durch diese Politik einen Anreiz auf andere aus, jetzt mehr Brennstoffe zu kaufen und mehr CO2 in die Luft zu pusten. Und das darf aber nicht sein nach dem Verfassungsgericht. Ja, was denn nun? Also da haben sie doch wirklich nicht drüber nachgedacht, über diesen Zusammenhang. Ja, also den Eindruck habe ich nicht nur bei dieser Verfassungsgerichtsrechtsprechung, den hatte ich auch schon bei früheren. Ich sehe auf die Uhr und ich sehe, dass wir schon ein bisschen über der geplanten Zeit sind. Wir haben jetzt über verschiedene Sachen gesprochen. Im Herbst sind Wahlen und was sollte die erste Priorität der neuen Regierung Ihrer Meinung nach sein?
Also wir wollen jetzt keine Empfehlungen aussprechen für Wahlprogramme, aber was ist aus ökonomischer Sicht das Thema, das angegangen werden musste? Endlich konsolidieren. Also diese Geldausgabeflut und die inflationäre Konsequenzen haben kann, die muss dringend beendet werden, weil es ist so gefährlich. Man bekämpft langfristig alles mit der Druckerpresse, aber kurzfristig und langfristig hat man doch das Inflationsthema. Ich empfehle Ihnen mal, das habe ich vor kurzem gemacht, diese Lebenserinnerungen von Stefan Zweig zu lesen, wo er über die Hyperinflation in Deutschland schreibt, plastisch. Dann weiß man wirklich, was eine Hyperinflation ist oder was Inflation ist. Und er sagt, nichts hat die deutsche Gesellschaft so destabilisiert wie diese Inflation. Sie hat nämlich den kleinen Mittelstand verarmen lassen. Leute, die ein bisschen was haben, aber nicht genug, um sich Aktien oder Häuser zu kaufen, die einen Sparbrief haben, die Lebensversicherungspolicen haben, die haben verloren. Und die wurden, wie Stefan Zweig sagt, hitlerreif gemacht durch die Inflation. Nun wird es ja nicht so dicke kommen, wollen wir ja nicht unterstellen, nicht den Teufel an die Wand malen. Aber Inflation ist und bleibt eine große Gefahr mit ihren Verteilungswirkungen und den Destabilisierungswirkungen, die daraus für die Gesellschaft ausgehen. Ich kann nur die neue Bundesregierung ermuntern und bitten, jetzt von diesem Krisenmodus wieder zurückzukehren in einen Normalmodus, wo wirklich das Geld, das man ausgibt, auch hart verdient wird und nicht mehr aus der Druckerpresse und nicht mehr aus der Verschuldung kommt. Okay. Dann danke schön für diese klare Aussage. Jetzt müssten wir uns noch die Partei dazu malen, die das dann auch umsetzen könnte. Ich übergebe jetzt an unsere Moderatorin, Frau Fischer. Hat es Chatfragen gegeben? Sie sind muted, Frau Fischer. Er hat auf jeden Fall schon einige Fragen aus dem Chat gegeben. Erstmal vielen Dank für Ihre Diskussion. Ich würde direkt mit der ersten Frage beginnen, wenn das für Sie in Ordnung wäre. Thomas Evers fragt, in Aktien, Anleihen und andere Vermögenswerte wird nicht mehr wegen des erwarteten Ertrags investiert, sondern wegen der Aussicht, die Anlage zu einem höheren Preis weiterverkaufen zu können. Also Greater Fool Theory. Befinden wir uns nicht jetzt schon mitten in einer Vermögensinflation? Ja, klar. Also die Zinssenkungen der Vergangenheit und diese Geldflut haben eben Finanzanlagen üblicher Art mit dem Zins versehen unattraktiv gemacht. Und jetzt fliehen die Anleger in Aktien, in Häuser und sonst was. Und die Preise der Aktien und der Häuser gehen in den Himmel. Das haben wir schon gesehen. Und dann diese Wertzuwächse, die hier Jahr für Jahr beobachtet wurden und noch werden, die rechnet man sich als Rendite an. Es ist aber eigentlich eine Mogelpackung, denn sobald die Zinsen wieder auf normalem Niveau sind, würden ja auch die Preise wieder auf normalem Niveau zurückkehren. Das heißt, es ist ein temporärer Effekt. Und man kann nur davor warnen, darauf jetzt zu setzen. Andererseits ist es so, dass eben, wenn tatsächlich die Inflation droht, nur bei Aktien man geschützt ist und bei Immobilien. Nur bei was Realen. Bei Aktien bin ich ja Miteigentümer einer Firma, ja. Und da kann mir dann insofern nicht viel passieren. Okay. Ja. Und damit ist man natürlich als Privatanleger im Augenblick in einem kleinen Dilemma. Denn auf der einen Seite, um einen Hedge gegen die Inflation zu haben, sollte man in Aktien investieren. Auf der anderen Seite sind die Preise so hoch, dass jeder von einer Blase spricht. Das heißt, wenn die Blase dann platzt, also irgendwie scheint es keine Möglichkeit mehr geben, als Privatanleger seine Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. Ja, das ist eben meine Befürchtung. Die Blase wird, man hat Angst vor dem Platzen der Blase und wird deshalb den Rückwärtsgang bei dieser Politik nicht oder nur zögerlich einsetzen. Und das spricht dann doch für die Inflation. Okay, vielen Dank. Hier gibt es auch direkt eine Anschlussfrage zum Thema Inflation und Verschuldung von Luca Wienert. Wenn im Zuge der Inflation die Zinsen angehoben werden, steht dies der Insolvenzbedrohung südeuropäischer Staaten gegenüber. Wie könnte man das Dilemma zwischen hohen Zinsen und Staatsinsolvenz von zum Beispiel Italien denn lösen, wenn die EZB im besten Interesse aller entscheiden würde? Gibt es eine Möglichkeit, Schadensbegrenzung zu betreiben? Das ist nicht Aufgabe der EZB. Ich meine, die hat überhaupt nicht das Mandat, aus dem Grunde Zinspolitik zu machen, um Staaten zu retten. Das ist ja der Verdacht, den
Ex-Zentralbanker geäußert haben, um Ottmar Issing. Vor 2 Jahren im Herbst haben sie ja dieses Memorandum da veröffentlicht, wo sie gesagt haben, es drängt sich der Verdacht auf, dass diese Zinspolitik nicht aus objektiven Gründen gemacht wird, sondern aus verteilungspolitischen Gründen, um eben überschuldete Staaten zu retten und ihnen aus der Patsche zu helfen. Das geht nicht. Das darf die EZB gar nicht. Sie darf nur das, wofür sie explizit einzeln ermächtigt wurde. Das ist das Grundprinzip für alle EU-Institutionen. Und das deutsche Verfassungsgericht ist ja der Meinung, dass sie permanent also ihr Mandat überdehnt und auch überschreitet und hat schon 2 Vorlagenbeschlüsse dazu beim EuGH gemacht, die der aber wieder kassiert hatte. Das führte zum Schluss zu dem Eklat, dass also das deutsche Verfassungsgericht gesagt hat, deinen Spruch EuGH akzeptieren wir nicht. Das ist also jetzt in sich total widersprüchlich und schlichterdings nicht mehr nachvollziehbar, wie ihr urteilt, nicht willkürlich. Das haben sie letztlich gesagt. Ist ein großer Konflikt. Wenn man Italien retten will, dann ist das eine fiskalische Aufgabe, dann müssen die Länder das machen. Oder die Italiener retten sich selber, das geht ja auch. Nicht? Italiener haben also ein sehr hohes Vermögen im Haushalt relativ zu Deutschland, weil sie so wenig Steuern zahlen. Nicht? Der Staat ist arm und die Privaten sind reich und in Deutschland zahlen die Leute halt viel Steuern und sind nicht so reich. Ne? Vielleicht sollten die Italiener dann doch das Problem auch selber lösen. Ja, ich bin da auch der Meinung. Also ich bin da nicht so pessimistisch wie Herr Sinn, was die EZB schon so stark politisiert ist. Aber wie er gesagt hat, das eine ist ein monetäres Problem mit Zinsen, die Inflation bekämpfen. Und das andere ist ein fiskalisches Problem. Und es gibt in der Europäischen Währungsunion die entsprechenden Institutionen. Und wenn die nicht ausreichen, die Rettungsfonds, dann muss man sich halt da was überlegen. Sollte ein Staat wirklich durch hohe Zinsen in die Insolvenz abgleiten? Ja, aber dann sollten die Armen die Reichen retten und nicht die Reichen die Armen. Beziehungsweise die Reichen die Armen retten und nicht die Armen die Reichen. Sehr gut. Ich würde mit der nächsten Frage weitermachen von Jan Hartlieb. Wird die EZB mit ihren Möglichkeiten einen Zinsanstieg am langen Ende dennoch vermeiden können oder droht kurz- bis mittelfristig die Zinswende im EU-Raum? Ja, natürlich, aber nicht so schnell. Ich glaube, dass aber ich würde mich jetzt wiederholen, aus politischen Gründen diese Zinswende sehr verzögert, wenn überhaupt in hinreichendem Umfang kommt. Man wird kleine Trippelschritte machen und man wird die Inflation, wenn sie dann kommt, schönreden, statt sie zu bekämpfen. Zum Beispiel mit dem Argument, wir müssen eine symmetrische Preisziel haben, der Maastrichter Vertrag zwingt uns 2% Inflation zu machen. Jetzt haben wir so und so viele Jahre weniger als 2% gehabt, da können wir auch so und so viele Jahre über 2% haben. Stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Der Maastrichter Vertrag zwingt uns überhaupt nicht, Inflation zu haben, sondern sagt Null Inflation. Ja. Die EZB sagt 2% interpretieren wir als Preisstabilität. Das ist eine interessante Rechnung unter Biegung der mathematischen Regeln. Nicht? Und dann sagt sie auch noch symmetrisch. Unter Ottmar Issing früher sind die 2% entstanden, weil man gesagt hat, man kann die 0%, die der Vertrag fordert, ja gar nicht genau erreichen. Man hat auch Messfehler, also müssen wir bis zu 2% tolerieren. Dann unter Mario Draghi wurden aus den 2% eine Zielmarke. Der hat immer steif und fest mit ernster Stimme gesagt, der Maastrichter Vertrag verpflichtet uns, 2% Inflation zu machen. Pustekuchen. Und jetzt, das Letzte, was er gesagt hat vor seinem Austritt, war, also wir sind verpflichtet, 2% symmetrisch zu machen, oder das, so interpretieren wir das. Und symmetrisch heißt 20 Jahre unter 2%, macht 20 Jahre über 2%. Und das ist doch dann eine Verballhornung des Maastrichter Vertrages. Ich meine, dann kann ich ja beliebige Inflationsraten machen und sagen, wir müssen auf den Anfang gehen und gucken, was insgesamt an Inflation da war. Ja, und ein weiteres Dilemma ist natürlich, dass Zinsen ja immer noch auf Märkten gebildet werden und nicht auf der EZB bestimmt werden. Das heißt, wenn die Inflationserwartungen sich entsprechend verfestigen, dann gehen die Zinsen am langen Ende automatisch hoch bei konstanten Realzinsen und dann muss die EZB halt wieder eine positive Zinsstrukturkurve akzeptieren. Vielen Dank. Ja. Oder sie akzeptiert die Inflation, nicht? Oder sie, ja gut.
Die nächste Frage von Roman Pastors. Herzlichen Dank erstmal für den sehr interessanten Expert-Talk, sagt er. Und basierend auf der eingeschränkten Funktion der Instrumente der EZB, wie aktuell der Inflationsbremse, würde aus Ihrer Sicht digitales Zentralbankgeld dazu führen, dass über Negativzinsen und Helikoptergeld ein direkter Einfluss auf Verbraucher ausgeübt werden könnte? Und ist das aus Ihrer Sicht ein effektiver Lösungsansatz? Ja, also wenn es um Zinserhöhungen geht, dann ist es nicht angebracht, dieses digitale Zentralbankgeld, diese Idee hat ja zwei Ursachen. Das eine ist, dass also Facebook schon mit irgendwelchen Vorschlägen kommt, und das andere ist ökonomisch, dass man sagt, wenn man digitales Zentralbankgeld hat, dann kann man auch darauf negative Zinsen knallen, sozusagen, wie die Banken das bei unseren Konten jetzt anfangen zu machen. Na gut, dann besteht die Gefahr, dass die Leute dann Bargeld halten stattdessen, ja, weil dann ja da keine negativen Zinsen sind. Aber die Idee ist dann anschließend, das hat die EZB nicht gesagt und das hat aber der IWF in verschiedenen Papieren entwickelt, der Internationale Währungsfonds. Die Idee ist dann anschließend tatsächlich nur noch das digitale Zentralbankgeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, und das Bargeld ist dann keines mehr. Und dann würde das Bargeld Jahr um Jahr im Verhältnis zu dem digitalen Zentralbankgeld abgewertet um einen Prozentsatz, der dem Negativzins, dem Absolutwert des Negativzinses entspricht. Das ist dann eine wunderschöne Welt. Dann können wir plötzlich mit negativen Zinsen leben. Praktisch für die Schuldner, ne? Bislang hieß es immer, ein Schuldner muss dem Gläubiger, der ihm das Geld gegeben hat, Zinsen wenigstens zahlen dafür, dass er das gekriegt hat. Jetzt muss der Gläubiger dem Schuldner Geld zahlen. Also toll, prima ausgedacht von den Schuldnern, würde ich mal sagen. Aber das funktioniert nicht. Dann bricht die ganze Welt zusammen. Dann funktioniert gar nichts mehr. Dann habe ich auch, dann kann ich die Bilanzen gar nicht mehr verwerten, weil auf der Aktivseite ja Dinge stehen, die mit Zinsen einhergehen, Zinseinnahmen, und auf der Passivseite stehen Dinge mit Zinsverpflichtungen. Dann muss ich das alles spiegeln. Dann ist das, was auf der Passivseite steht, ja eine Einnahmequelle und keine Kostenquelle. Und was auf der Aktivseite steht, ist eine Kostenquelle. Also dann bricht unser ganzes System zusammen, wenn wir in diese Welt gehen. Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, Professor Althaus, möchten Sie noch was sagen? Oder soll ich zunächst genau, dass eine der Intentionen hinter dem digitalen Zentralbankgeld schon auch war, dass man im Fall von tiefen Krisen dann mit sehr tiefen negativen agieren kann. Dass das natürlich nur für tiefe Krisen gedacht ist, sollte sich aus den Worten von Herrn Zinn automatisch ergeben. Also im Normalzustand würde sich nicht so viel ändern, aber eben in Krisensituationen. Vielen Dank. Jan Hartlieb hat noch eine Frage, und zwar: Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Anreizwirkung für andere Staaten zu vermeiden, die von Deutschland eingesparten Schadstoffen zu günstigeren Preisen zu nutzen? Das geht nur, indem man eine weltweite Vereinbarung trifft, mit bindenden Beschränkungen. Was die EU hier probiert und ein paar andere Länder noch, ist ziemlich unilateral. Das heißt, die schränken sich ein und der Rest der Welt freut sich. Und ich glaube, das ist der tiefere Grund dafür, dass dieses Pariser Abkommen überhaupt geschlossen wurde. Wenn Sie mal genau schauen, da haben 200 Länder unterschrieben, und von den 200 haben nur 30 sich zu Mengenbeschränkungen verpflichtet. Und die anderen 170 haben applaudiert, dass die 30 das gemacht haben. Ja. Die wissen natürlich, wenn die 30 sich einschränken, ist der Brennstoff für sie verfügbar und billiger. Also kann ich doch prima unterschreiben. Na, so geht es also überhaupt nicht. Und ich halte diese Vorstellung, wir seien hiermit auf einen Schritt weitergekommen bei der Klimaneutralität der Welt, für sowas von naiv. Das kann nicht wahr sein. Wir machen unsere Industrien hier im Westen kaputt, oder bei den Ländern, die das ernst nehmen, diese Verpflichtungen mengenmäßig. Amerikaner tun es ja nicht, obwohl sie unterschrieben haben. Sie haben keine quantitativen Beschränkungen. Die Chinesen haben auch keine quantitativen Beschränkungen akzeptiert. Es sind nur eben ein paar wirklich gut Gesinnte wie die EU-Länder und noch ein paar andere. Die beschränken sich, machen zu Hause die Energie teuer. Die Firmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig international. Der Lebensstandard fällt auch auf diese Weise.
Und der Rest der Welt wird in die Lage versetzt, mehr Öl zu konsumieren und weniger zu zahlen dafür und macht dann weniger Anstrengungen. Die Individuen machen weniger Anstrengungen zu sparen, wenn die Ölpreise weltweit gesenkt werden durch die europäischen Aktionen. Und die Staaten, die das ja verhindern könnten durch entsprechende Auflagen gegenüber den Individuen, werden Däubel tun, um das zu realisieren. Denn die Welt ist doch schöner, als sie je war, wenn man diese Preise gesenkt bekommt durch die europäischen Aktionen. Also man macht sogar durch dieses asymmetrische Vorgehen die Möglichkeit, weitere zukünftige Abkommen zu erzielen, schwerer. Nicht? Ja. Es ist kein erster Schritt in eine Welt, wo wir alle klimaneutral sind und die 30 gehen voran und die anderen kommen nach. Das halte ich für naiv, auch das zu glauben. Solche Abkommen gehen immer nur symmetrisch. Man muss also wenigstens die großen Länder dabei haben. Nur alle kriegt man nicht von den 200, die irgendwelche kleinen Inseln da im Pazifik, die sollen also meinetwegen draußen bleiben. Das ist egal. Aber wir müssen Amerika, wir müssen China und wir müssen Indien dabei haben. Und dann ist der Klimaclub wirklich so groß, dass das funktionieren kann. Und die dann noch nicht mitmachen, denen kann man die Daumenschrauben anschließend anlegen und sagen, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, dann habt ihr auch keinen Freihandel mit uns und habt andere Nachteile, sodass die dann also allmählich beidrehen. So könnte man die Welt klimaneutral kriegen. Ja, das Problem ist halt nur, dass uns vielleicht die Zeit davonläuft, die uns noch bleibt, um eben diese ambitionierten Ziele zu erreichen. Und wie Herr Sim sagt, also unilateral Politik macht hier überhaupt keinen Sinn. Wenn, dann müsste man Klimaclubs etablieren, die sich dann aber auch entsprechend abschotten und die ihre Politik dann an der Außengrenze schützen. Also an dem kommt man überhaupt nicht vorbei, sonst wird Unilateralismus nur ausgebeutet. Ja, und ich meine, wenn es so eilig ist, es hilft ja nichts, wenn man was tut, was nicht funktioniert. Ja. Ja, das Eiligkeitsargument ist ja kein relevantes Argument. Im Übrigen kann man also darüber debattieren, das ist ein anderes Thema, wo die 1,5 Grad eigentlich herkommen. Also wir haben schon über 1 Grad seit vorindustrieller Zeit, jetzt soll noch 0,5 Grad dazukommen und dann gibt es ein Kohlenstoffbudget, das wir also jetzt nur noch bis 2050 haben und dann nicht mehr. Das finde ich ziemlich gegriffen. Ich habe gehört, der Meeresspiegel würde um 60 Meter steigen. Naja, also wenn überhaupt, dann passiert das, wenn der Südpol schmilzt. Der ist aber so kalt, das sind nicht 1,5 Grad, sondern das sind 5 Grad plus X, ja, wo der Südpol anfängt zu schmelzen. Also ja, man muss was tun. Bin ja der Meinung, man muss was tun. Aber wo die 1,5 Grad herkommen, weiß ich nicht. Das ist eine erfundene, gegriffene Zahl, die sich politisch verfestigt hat. Und die ganze Welt muss sich jetzt an dieser einen Zahl orientieren. Das ist für sich genommen auch debattierbar, wie sinnvoll das ist. Ja. Wobei ja jetzt schon klar ist, dass diese Zahl sowieso nicht erreichbar ist. Ja. Wir haben jetzt noch 4 weitere Fragen. Beginne mit der ersten von den 4. Axel Pohn gefragt, eine Frage zur deutschen Staatsverschuldung und Investitionspolitik. Während in Amerika durch Schulden finanzierte Billionen in die grüne Transformation fließen und deutsche Unternehmen daran Millionen verdienen, stört man sich hierzulande an der Aufnahme von neuen Schulden. Wenn der deutsche Staat jedoch Anleihen ausgeben und damit noch Geld machen kann durch die Negativzinsen, warum sollte sich Deutschland dann nicht weiter verschulden? In diesem Zusammenhang wird doch die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen langfristig gesehen höher sein als die der Deutschen. Also erstmal geben die Amerikaner das Geld nicht für grüne Projekte aus, sondern um die Schlaglöcher in ihren Autobahnen zuzumachen. Die Infrastruktur liegt wirklich im Argen und da muss was geschehen. So grün ist Amerika nicht, wie viele das gerne hätten. Kalifornien ist nicht Amerika. Ne? Und die negativen Zinsen, normal, das Geld kommt jetzt von der Zentralbank. Wir leihen uns das zu negativen Zinsen bei der Zentralbank. Aber was heißt das? Bei wem leihen wir es? Bei uns selber. Der deutsche Staat kriegt die Zinseinnahmen der Zentralbank. Die werden ausgeschüttet. Und wenn die negativ sind, dann sind da entsprechend weniger Ausschüttungen. Es ist also
nicht wirklich wahr, dass sich der deutsche Staat so billig verschulden kann. Es ist nur, wenn man die Gegenseite der Zinsen, die von der Zentralbank an den Staat fließen, hier nicht berücksichtigt. Herr Altermann, möchten Sie noch was sagen? Wobei ich auch hier natürlich auch dazu sagen muss, also die Staatsverschuldung direkt bei der Zentralbank, so wie wir es jetzt in der Corona-Pandemie erleben, das mag ja in der Pandemie gerade noch zu rechtfertigen gewesen sein, aber sobald wir wieder aus der Pandemie raus sind, ist das natürlich vollkommen gegen alle Regeln in der Europäischen Union und in der Europäischen Währungsunion. Zum Zweiten bin ich aber schon auch der Meinung, dass bestimmte Investitionen durchaus mit Schulden finanziert werden könnten, wenn das dann eben die Produktivität in der Zukunft erhöht. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so gering, dass gerade Klimainvestitionen und Infrastrukturinvestitionen die zukünftige Produktivität erhöhen können. Thomas Oelke hat noch eine Frage. Wie sehen Sie, dass ehemalige Zentralbanker, zum Beispiel Draghi, auf die fiskalische Seite gewechselt sind? Ist zu erwarten, dass die Fiskalpolitik die Geldpolitik entlastet? Ja, vielleicht, ja. Ich meine, Draghi ist sicher ein Fachmann. Ich halte von ihm als Experte viel. Ja. Er hat das da eine... durchaus kunstfertig eine Geldpolitik gemacht, die ich für falsch halte, aber er hat es in seinem Sinne gemacht. Und er hat aber auch immer betont, das muss man ihm zugute halten, dass Südeuropa ein Wettbewerbsproblem hat, weil man zu teuer ist. Die brauchen Arbeitsmarktreformen, um Lohnflexibilität zu haben. Die leben über ihre Verhältnisse, um es ganz klar zu sagen. Die Produktivität hat sich nicht so entwickelt wie die Löhne in allen südeuropäischen Ländern. Und das muss in irgendeiner Form korrigiert werden, um wettbewerbsfähig zu sein. Das hat Mario Draghi immer gesagt. Und er ist halt ein guter Ökonom, nicht? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt doch auch relativ energisch in seinem Land durchgreift, um richtige Reformen zu machen. Wir hatten einen anderen Ökonomen, der eine technische Regierung angeführt hat. Das war Mario Monti, der 2011 an die Macht kam, aber nicht lange da war. Der hat auch das Richtige gewollt, aber er kam in diesem politischen Apparat nicht durch und die haben ihn dann gleich wieder ersetzt durch jemand anderen. Ich hoffe nicht, dass das mit Mario Draghi passiert. Ich glaube, er ist der richtige Mann für Italien. Und ich hoffe, dass er die Kraft aufwendet, um Italien zu reformieren und nicht seine Kenntnisse einsetzt, um jetzt nochmal den europäischen Umverteilungsmechanismus hier zu aktivieren. Das kann er auch. Ja, und man muss ja auch hinzufügen, dass Mario Draghi als EZB-Präsident immer betont hat, dass die EZB Zeit kaufen kann, dass aber die grundsätzlichen Strukturprobleme durch nationale Politiken und durch Reformen gelöst werden müssen. Und wenn er das schon als EZB-Präsident immer gesagt hat, dann kann man nur hoffen, dass er in Italien die Rückendeckung hat, die politische, um jetzt diese Pläne umzusetzen. Mit dem Zeitkaufen, aber nur als Nebenbemerkung, wissen Sie, das Argument stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist eine Lebenslüge der Politiker, weil die schmerzlichen Reformen werden nur gemacht, wenn da kein Geld aus anderen Quellen kommt. Sobald noch Geld irgendwo kommt, können Sie die gesellschaftlichen Gruppen nicht zu einem harten Kurs, der schmerzlich ist, überzeugen. Solange der Patient das Schmerzmittel kriegt und sich wohlfühlt, stimmt er also einer Operation nicht zu. Das tut er erst dann, wenn es ihm wirklich dreckig geht, nicht? Das ist leider so. Vielen Dank. Noch eine Frage von Herrn Thoma. Danke auch für die interessanten Einblicke erst einmal. Seine Frage ist, die US-Zentralbank hat nicht vor, in die nächste Zeit die Zinsen zu erhöhen. Kauft Anleihen sogar von privaten Unternehmen durch Open Market Operations. Wie lange schätzen Sie, dass diese Zinspolitik noch so gehen kann? Wie schätzen Sie das ein? Oh, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, in Amerika kommt die Zinswende irgendwann, aber eher als in Europa. Es liegt eben einmal an den kurzfristigen Effekten der Pandemie. Die Amerikaner überwinden die Pandemie, weil sie früher impfen, auch früher, 5 Monate früher. Das ist ja nicht viel. Und dann liegt es aber an dem politischen Gefüge, und an den Schwierigkeiten Südeuropas, die in dieser Form in Amerika kein Pendant haben. Ja?
dass man hier dem dann nicht folgen wird. Ja, die Zinswende in den USA gab es ja schon. Also die hatten ja die und damit die langfristigen Zinsen schon auf fast 3% erhöht und hatten dann nur 2019 auf harten Druck des damaligen Präsidenten die Zinsen wieder etwas reduziert. Und insofern ist bei der Federal Reserve schon zu erwarten, wenn sich jetzt diese Inflation, die sie im Augenblick haben, mit 4,2%, wenn sich die verfestigen sollte, dass dann die Zinswende durchgeführt wird. Kann ich mir vorstellen, ja. Okay, jetzt sind wir am Ende der Fragen angekommen aus dem Publikum. Möchten Sie noch irgendetwas am Ende des Gesprächs, der Diskussion mit uns teilen, für uns auf den Weg geben für den heutigen Abend? Ja, also ich kann nur sagen, Kompliment der Handelshochschule, dass die sich so gut entwickelt hat. Ich war ja bei der Gründung dabei und habe das verfolgt über die Jahrzehnte. Kompliment für alle Beteiligten und hoffentlich geht es weiter so. Ja, und ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Herr Sinn. Sie waren der Handelshochschule immer verbunden. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das jetzt nicht nur virtuell gehabt hätten, sondern hätte man jetzt noch zum Essen gehen können, man hätte Präsente überreichen können. Und so bleibt mir halt nur, Ihnen ganz herzlich zu danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Expert-Talk und dadurch für unsere Alumni und die Freunde der AHL zur Erweiterung des Wissens beigetragen haben. Auch nochmal von meiner Seite an dieser Stelle, Herrn Professor Sinn, Herrn Professor Altemer, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und ich denke, ich spreche hier für die Gesamtheit des Publikums eine Runde des Applauses für Sie beide. Es war eine sehr inspirierende Zeit, sehr viele Denkanstöße, die Sie uns hier mitgegeben haben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und für das Publikum. Wir haben unseren nächsten Expert-Talk dann am 2. Juni zum Thema die Zukunft des Profifußballs und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und Herr Professor Sinn, wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, Sie vielleicht auch mal wieder in Zukunft persönlich an der HHL begrüßen zu dürfen. Es war uns eine Freude. Vielen, vielen Dank.